MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei RR Goalie HD. Ja, wir stehen vor einer kleinen Ultimate Team Partie. Ich habe mal meine Aufstellung noch mal ein klein bisschen geändert. Ich habe Rossi wieder als Stürmer gesetzt, anstatt als zentralen Mittelfeldspieler. Da ich ihn einfach noch mal da ausprobieren will. Und wenn er da auch nichts bringt, dann werde ich ihn auswechseln. Vor allem auch verkaufen. Weil der ist, ich weiß gar nicht, der billigste ist für 70 oder 80.000 drin. Ich habe den da gekauft für 41.500. Vielleicht kriege ich ihn für 50.000 weg oder 60.000, das reicht ja. Ansonsten habe ich noch Balotelli, den lasse ich jetzt aber erstmal draußen, den werde ich erst zur nächsten, den werde ich euch zur Halbzeit mal einwechseln oder so, aber ich überlege mir gerade noch, was ich für den draufsetzen kann. Schuss passen, nee. Sniper wäre ganz gut, mit 3 Schuss, 3 Dribbling, Marksman, da ist noch ein bisschen Kopfball dabei, das können da auch gebrauchen. Was ist der Schuss, Dribbling, da können auch ein bisschen Kopfball noch was dazu gewinnen. Komm, dann werde ich mir das mit dem Kopfball holen, weil das, hilft ihm vielleicht noch irgendwie. Marksman hat er jetzt als Attribut drauf, als Chemiestil. Und dann starten wir einfach mal eine Partie. Ich habe noch Pirlo, wie ihr seht, den habe ich ja gezogen. Dann habe ich hier noch 3 andere Informs, aber die sind nicht so gut, dass man sie einsetzen kann. Den Pjanic und Cigarini kannst du vergessen. Gervinho ist noch ganz in Ordnung, aber das war's auch schon. So, ich nehme das Rote, dann kannst du das Weiße nehmen, Kollege. FCB gegen FCB. Oh, die Pizza, was ist denn das? Ah, der hat sich auch das, hat sich auch in Italien Spot gemacht. Fast sogar dieselben Spieler wie ich. Ich habe Ogbonna zwar auch, aber den habe ich jetzt nicht drin. Und der hat auch Giuseppe Rossi in Form. Hat ihn allerdings nicht im Sturm, sondern im zentralen offensiven Mittelfeld. Dafür Balotelli im Sturm, den werde ich nachher auch noch einwechseln. Bin ich mal gespannt. So, Cuadrado. Der Rossi. Ich mag es natürlich nicht, dass es jetzt schon wieder regnet. Das kann ich gar nicht ab. Ich werde mal noch meine individuelle Taktik einsetzen. Mal schauen, ob ich die auch mit dieser Mannschaft umsetzen kann. Oh, klasse gemacht von Handanovic. Ach Gott, Giuseppe Rossi, du musst schneller sein. Ah gut, der hat nur 81 Tempo. Aber ich meine, Lewandowski hat jetzt auch nicht viel mehr. Der hat 82 Tempo, glaube ich. Geh ab jetzt, jawohl, konstant. Konstant. Jetzt Flanke in die Mitte. Ah, oh, Mist. Fällt hier den auch noch ab, sonst wäre der Ball vielleicht noch ganz gut gekommen. Konstant hinterher. Balotelli auf rechts außen. Da hat er eigentlich nichts zu suchen. Aber da ist auch wieder der Rossi, der das Ding abfängt. Konstant. So, Cuadrado. Jetzt auf Bia Bia nie. Oh, der ist durch. Bia Bia nie. Oh, legt viel zu fest. Viel zu fest. Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich auch schon viel zu früh geschossen. Aber gut, kann man jetzt nicht mehr ändern. Müssen wir auf die nächste Chance warten. So, komm, Bia Bia nie wieder hin. Jawohl. Ball direkt mal weggeköpft. Oh, Cuadrado, dann bewegt sich doch da richtig hin. Konstant, den hat er. Ja. Chiellini. Oh, Hamsik-Fehler. Nein, nein, nein. Oh. Oh, super gehalten von Machetti. Super gehalten. Gerade das schaue ich mir gerade nochmal an. Jawohl, gerade noch die Hand da gehabt. So, Pirlo ist da mit der Nummer 4. Wir könnten Machetti jetzt... Ich weiß nicht, ich hole den mal ein bisschen raus. Ich sehe ja dann, wo der Ball hingeht. Ja, was ist? War das jetzt so schwer? Puh, der war nicht schlecht, der Eckball. Jetzt macht er dasselbe wieder, oder was? Nein. Diesmal holen wir den Torwart raus und dann ist das Ganze schon geregelt. Was ist denn jetzt los? Oh, ich hatte doch den Ball. Lass doch den Vorteil laufen. Ach, da ist Balotelli noch im Weg. Mist. Oh, jetzt ist Balotelli durch, aber dann holen wir direkt Machetti raus. Oh, nein! Kommt der da noch drumrum gekurvt und macht das Ding dann auch noch so rein? Ich glaub's nicht. Ich hätte gedacht, Machetti kriegt den jetzt, aber da hat er schnell reagiert. Leider. Was 1:0 heißt nun für den Gegner. Fifaschka heißt er.
FIFA-Ska. Was ist das für ein Name? Also das Team natürlich. Wie er selbst hat, Leo Modua heißt er. Cuadrado Pirlo. Ah, so, gegen so viel kann sich dann Pirlo doch nicht durchsetzen. Vor allem nicht gegen so einen Balotelli. Boah. Wenn, dann war es ein Foul von dem. Der hat doch getreten. Warum pfeift denn der jetzt ab? Die haben doch den Ball. Wo ist das Problem? Mein Gott. Bia Bia nie. Jetzt El Charavi. Rossi, der schießt. Ah, aber der hat auch einen richtig guten Schuss. 88. Warum brauchen der so lang zum Aufstehen? Cuadrado auf Hamšík. Ah, schneller muss das gehen. So. Abate. Ignacio Abate. Oh, jetzt auf Rossi. Der kommt da nicht durch. Kann sich nicht durchsetzen. Der bräuchte ein bisschen mehr Strength. Wie das so schön in Englisch heißt und wie jeder immer sagt bei Foothead. Wie heißt denn das nochmal? Stärke natürlich, ja. Stärke, aber Stärke hört sich ja komisch an. Der braucht ein bisschen mehr Stärke. Oh, Cuadrado wird gefault und das hätte jetzt keinen Vorteil gegeben, oder was? Jawohl, Benatia läuft einfach mal vorne durch. Benatia! Schade. In Form Benatia fast noch mit dem Tor. Ich weiß gar nicht, ob der rechts oder... Doch, der ist Rechtsfuß. Ja, Pirlo jetzt mit dem Eckball. Oh, der hat sich viel... Oleg, was macht denn der da? Das hat er ja extra gemacht. Das hat er doch extra gemacht. Wie hat denn der den Ball sich so weit chippt, würde ich schon fast sagen. Und dann wieder hochgesprungen, da hat er sich das Ding geholt. Oh, der Rossi. Nee, jetzt gibt es auch noch Elfmeter dafür, dass der sich so komisch fallen lässt. Na gut, die Italiener sind ja dafür bekannt, sich fallen zu lassen. So. Hallo? Das Ding kann man behalten. Das Ding kann man aber halten, also ganz ehrlich. Der kommt genau auf den Torwart. Da können wir jetzt nichts machen. Oh, Cuadrado. Da mal ein bisschen schneller. Der ist doch gar nicht so langsam. Oh, der geht zum Torwart. Schade. Handanovic. Ja, und der geht ins Aus, oder? Ne, da ist sogar noch einer. Bia Bia nie. Aber wir haben ja noch Kevin Constant hier hinten. Pirlo. Cuadrado. Da habe ich doch gar nicht hingedrückt. Mensch. Pirlo. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist Balotelli schon wieder durch. Das kann doch echt nicht wahr sein. Was ist denn da los? Sag mal, die bewegen sich ja kein bisschen. Viel zu unflexibel da alle. Cuadrado kann sich tatsächlich noch irgendwie durchsetzen. Aber dann gegen drei Mann auf einmal auch nicht mehr. So, jetzt muss ich das Ganze etwas offensiver stellen. Mir egal, wie viele Gegentore ich kassiere, ich gehe jetzt einfach Vollgas. Der war doch noch dran, Schiri. Das hast du doch gesehen. Ey, Pirlo, hallo. Geh doch da hinterher, Mensch. Ey, wo köpft denn der das Ding hin? Ich köpfe nach hinten. Dann lass ihn wenigstens durch. Also langsam kriege ich die Krise. Und das ist nicht mein erstes Spiel heute, aber das, na gut, das ist das erste Spiel mit dem Team, aber das hat ja damit nichts zu tun. Ich muss nachher, für die nächste Folge wähle ich mal nochmal ein anderes Team aus. Nochmal mein deutsches Team. Bundesliga-Team meine ich natürlich. So, Rossi, der holt sich den Ball ausnahmsweise mal im Kopf. Rossi, jetzt Pirlo.
Oh, schöner Ball raus auf Hamšík. Marek Hamšík. Die Flanke kommt kein einziges Mal an. Der ist viel zu langsam, der Kerl. Machetti wieder raus damit. Und den Ball kriegen wir nicht, aber Bia Bia nie hatten jetzt. Hä? Ja, jetzt hat er einen Trick gemacht, obwohl ich noch nicht mal LT gedrückt habe. Jetzt hat der auch noch Einwurf. Ich habe die Tricktaste gar nicht gedrückt und ich wollte ihm einfach, dass er sich den Ball vorlegt. Jetzt pfeift er ab, natürlich, wenn ich eine Chance noch habe, ne? Ich wollte einfach nur, dass er sich den Ball nach links vorlegt und der macht einen Trick. Das verstehe ich nicht. So, jetzt holen wir aber Balotelli rein. Rossi hat ja jetzt gar nichts gemacht, aber der hat auch gar keinen Ball bekommen. Balotelli, dann, oh Gott, ich habe hier drei Stürmer. Hamšík ist einfach viel zu langsam. Ich würde mit dem auch noch gern was, irgendwas anders machen. Aber egal, das kann man jetzt nicht ändern. Lassen wir es einfach so. Komm schon. Dann trinke ich halt noch schnell was. So, der wechselt Diamanti und Guarin ein und Pogba und Balotelli raus. Und ich hole Balotelli rein, das ist auch nicht schlecht. Aber wieso holt der Balotelli raus? Ah, oh, Hamšík jetzt mal gut aufgepasst. So, jetzt ein langer Ball. Bia Bia nie, du bist sauschnell. Oh, da ist ja der Torwart. Oh, egal. Den haben wir, Hauptsache der Ball ist drin. Hol das Ding raus und auf geht's. Was macht denn der? Da holt er den Torwart direkt schon raus. Der Torwart läuft einfach komplett dran vorbei. Und ein bisschen Glück hatte ich dann auch. Und Hauptsache jetzt mal ein Tor geschossen. Hätte der den Elfmeter dann nicht bekommen, der meines Erachtens unverständlich war, weil der sich einfach nur nach vorne umfallen lässt, dann wird es hier nur 2-1 stehen. Aber kann man nicht ändern. Müssen wir irgendwie verkraften und dann halt 4 Tore schießen. Immer ein Tor mehr als der Gegner. Oh, Balotelli verliert den Ball. Jawohl, guter Zwischengang. Hamšík, da ist der jetzt einfach zu langsam. Das gibt's nicht. Pirlo auf Bia Bia nie. Pirlo. Oh, wieder auf Bia Bia nie. Jawohl. Lupfer und Cuadrado. Dann geh doch da richtig mit dem Kopf hin. Wärst du da schneller gewesen? Oder ein bisschen nach vorne nur, dann wäre das Ding drin. Das Tor war doch ganz leer. Verstehe ich nicht. Rossi. Ah, der hat Diamanti ins offensive Mittelfeld gestellt und Rossi dafür in den Sturm. Oh, Machetti ist draußen gut. So, jetzt direkt wieder ein Angriff. Cuadrado kommt da sogar mal im Kopf ran. Roste Rossi. Bia Bia nie. Rüber über Balotelli. Oh, kriegt er das Ding noch? So, jetzt sein Bia Bia nie. Oh, Chiellini. Da kommen wir natürlich jetzt nicht hinterher. Obwohl Chiellini schon 77 Tempo hat. Ah, gut so. So, Pirlo, De Rossi. Balotelli. Bewegung. Cuadrado. Raus auf Balotelli. Aber da kommt noch mal einer dazwischen. Da bin ich irgendwie ein bisschen unsicher bei den langen Bällen. So, oh, warum läuft denn der so weit nach vorne? Mensch! Wenn du den Ball einfach stoppst, anstatt ihn irgendwo in die Pampa zu schmeißen, dann kannst du das Ding auch irgendwie nochmal direkt weiterflanken. Aber nein, die sind ja alle viel zu langsam hier. Viel zu unflexibel. Gar keine Agilität. Die bewegen sich, als wären sie Bauklötze. Also die sind komplett, also die können sich gar nicht so schnell wenden, wie ich das gerne hätte. Die können den Ball nicht annehmen. Ich weiß nicht, da fehlen irgendwie die guten Attribute, habe ich so das Gefühl. So, Chiellini, der wirft sich wenigstens mal dazwischen. So, Hamšík, der geht natürlich auch nicht. Also, ich weiß nicht, Bia Bia nie geht nicht hinterher, dafür Hamšík. Dafür ist, obwohl Bia Bia nie 10-mal schneller ist.
Und Abate hat auch 93 Pace. Ich weiß nicht, wie das bei El Charavi ist. Aber der müsste auch ganz gute Pace haben. Wobei ich sowieso nicht verstehe, warum der bei FIFA 12 noch 13, denke mal, bei FIFA 12 noch, ich weiß gar nicht, wie viel, 5 Sterne hatte er da. Und jetzt hat er nur noch 3. Das versteht ja keiner. Jetzt hat er nur noch 3, versteht keiner. Lewandowski hat dafür 4, wobei ich das gar nicht verstehe. Ich meine, wieso hat Lewandowski 4 Sterne Skills und dann Sharawi, der pausenlos am Tricksen war immer, hat dann nur noch 3 Sterne. Ich verstehe das nicht. Der müsste ja schon mindestens 4 haben. Aber gut, was soll's. Man muss die Bewertung von FIFA da nicht so unbedingt verstehen. Die haben ja sowieso einen an der Klatsche. Die E-Leute. So, jetzt müssen wir noch offensiver gehen. Balotelli gewinnt auch gar keinen Kopfball. Das macht für mich gar keinen Sinn. Das ist ein schwarzes Tier. Der muss Kopfbälle gewinnen. So, jetzt auf Bia Bia nie. Oh! Das war aber ein Foul. Der geht ja mit den Fäusten voraus in die Fresse von Bia Bia nie. Ich musste kurz überlegen, ob ich das Wort sagen soll. Das klingt ja so böse. Chiellini. So, jetzt noch einmal. Balotelli. Oh! Ey, das verstehe ich nicht. Wo? Weißt du? Das ist, als hätten die gar kein Passattribut. Die kriegen den Ball nie an den Mann. Jetzt muss Bia Bia nie sogar schon hinten mit aushelfen. Und Hamsik muss schon den Bia Bia nie spielen. Ey, faul. Schiri. Ey, dann bleib doch am Ball. Oh! Ey, da war jetzt mehr Glück als Verstand. Die gehen an keinen Kopfball richtig ran. Als hätten die gar nichts drauf. Jetzt geh ab. Jawohl. Ja. Lupfen, der hat ja auch nur 66 Schuss, der Kerl. Ich will gar nicht wissen, was der für ein Finishing hat. Wahrscheinlich gar keins. Oh, leck, wie ist denn der jetzt noch drüber gegangen? 90. Minute 3-1, das ist eh nichts, das wird eh nichts mehr, aber muss schon sagen, das war eine richtig scheiß Vorstellung schon wieder, aber ich muss das Team einfach verkaufen, das ist ja schrecklich. Mit denen kann man ja gar nicht spielen. Das hat am Anfang hat das viel besser geklappt mit denen. Warum es jetzt nicht mehr funktioniert, weiß ich auch nicht. Vielleicht liegt es an der Aufstellung. Aber so wie die spielen, kann man sie gerade alle wieder verkaufen. Mit den Informs warte ich natürlich noch ein bisschen. Vielleicht werden sie noch ein bisschen teurer. Vor allem Cuadrado und Benatia, die sind ja gerade erst ins Team der Woche gekommen. Vielleicht werden die später noch mal ein bisschen teurer. Hier habe ich auch noch zwei Verträge und Ramirez für 20.250. Den habe ich noch mal gezogen. Haben jetzt zweimal gehabt und zweimal kann ich mit dem ja nichts anfangen. Ich werde dann zum Abschluss einfach mal noch ein Set ziehen. Ein kleines Goldset mit Messi drauf. So, passiert da irgendwas? Bin ich mal gespannt. Und? Oh, Shimao, der ist ja auch nichts wert. Die sind alle nichts wert. Die kann ich direkt anbieten gehen. 250, 300. Den auch. Schneller. Die Heilungsdinger. Oh Gott, 2x plus 2 und 1x plus 4. Und dann noch ein Chemie-Steel Wall für den Torwart. Und dann kann man den Rest wegschmeißen. Fertig. Alles klar. Das war's dann mit dieser Folge. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen, obwohl wir verloren haben. Schon wieder. Und dann sage ich einfach mal
Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Würde mich über einen Kommentar und eine Bewertung freuen. Bis dahin, auf Wiedersehen, euer Alex, RR Goalie HD.